Guten Morgen, Freunde. Was geht? Ich sip gerade Kaffee, bin gerade aufgestanden. Gerade schon Glutamin-Kreatin geballert. Jetzt wird eine gute Runde Journaling geballert. Heute ist Diättag Number 3. Und es gibt für euch heute einen Full Day of Eating an einem Rest Day. Denn ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Tag. Weil heute sind die Kalorien sehr niedrig. Bei einem Rest Days esse ich nur um die 1700 Kalorien. Let's start the day. Let's go. Das war eine sehr produktive Journaling Session, was genau ich mir aufgeschrieben habe und inwiefern es mir hilft auf meinem Weg in dieser Prep, erzähle ich euch gleich. Erstmal gibt Breakfast. Und zwar mein Rest Day Breakfast. Wichtiger Punkt von dieser Journaling Routine: Handy. Erst in die Hand nehmen, wenn das Journaling durch ist. Und das sind bei mir jetzt 40 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin. Die Kamera sollte ich auch schon in mein Gesicht halten. Wenn wir direkt aufstehen und uns direkt das allererste Social Media reinziehen oder sowas, boah, dann ist das Gehirn direkt wieder reingeschissen. Dann ist wieder direkt ins Gehirn reingeschissen. Und so bleiben wir erstmal so ein bisschen bei uns, ein bisschen neutral, mit unseren eigenen Gedanken. Liebe ich. Ist immer wieder eine Maßnahme, für die wir Disziplin brauchen. Aber sie lohnt sich, ich kann es euch nur empfehlen. Reißt euch am Morgen zusammen. Das Schöne ist ja eigentlich, ich brauche keine Diät, um mich über Essen zu freuen. Aber in einer Diät freue ich mich noch mehr über Essen. Ich appreciate es noch mehr. Also Rest Day Porridge ist immer noch etwas größer als Trainings Porridge. Weil der Plan ist eigentlich so gut wie gleich geblieben. Also ich habe 70 Gramm Haferflocken, beziehungsweise ich habe, weil ihr gefragt habt, an einigen Tagen hatte ich keinen Himmeltau mehr, deswegen habe ich nur Haferflocken genommen, aber ich mische das immer noch, zumindest solange ich das Gefühl habe, ich vertrage es gut. Kalorisch ist es halt gleich. 35 Gramm Himmeltau, 35 Gramm Haferflocken, beziehungsweise das Ganze in total 68 Gramm und 2 Gramm Blutabschlag. Das heißt, ich komme insgesamt auf 70 Gramm. Die Mischung macht es, Leute, ich sag's euch. An Rest Days. 10 Gramm Datteln und 10 Gramm Mandelmus on top. Und ich habe mir die Datteln jetzt auch nicht ins Porridge gewürzt, weil ich liebe die Kombination aus Dattel und Mandelmus obendrauf und Salz. Das ist einfach ultra lecker. Und wenn ich die Datteln im Teig schon drin habe, dann geht das ein bisschen unter. Diese Kombi zumindest. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich habe auch keine Schoki. Deswegen ist es dann obendrauf irgendwie ein bisschen spannender. Und klar, der Teig an sich ist dann ein bisschen unspannender. Aber der schmeckt halt schon so gut wegen meinem Twisty Plus. Heute übrigens in Kombination mit Lemon Tasty Vanilla. Das hat hier keine Stückchen, aber das hat wirklich richtig geilen Vanilla Taste. Und das Twisty Plus Vanilla schmeckt ja eher natürlich. Und wenn man davon nicht so viel hat, dann schmeckt es gut. Aber man könnte noch ein bisschen mehr Bums vertragen. Deswegen gibt es Lemon Tasty Vanilla dazu. Übrigens, ich habe mir meine Achseln lasern lassen. Habe ich vielleicht schon mal erzählt. 2 Sitzungen hatte ich schon vor Bali, war richtig gut. Während Bali jetzt 2 Monate waren, das jetzt, wo ich nicht da war, sind die wieder nachgewachsen. Ich war jetzt aber letzte Woche wieder da und es ist gerade diese Ausfallphase, wo die Haare ausfallen. Und danach habe ich wieder glatte Achseln. Ich brauche zwar dann noch ein paar Behandlungen, damit es lange bleibt. Aber es lohnt sich sehr, sehr. Ich bin bei Body Couture. Die gibt es in Graz und in Wien. Falls ihr Bock drauf habt, kann ich euch sehr empfehlen, dorthin zu gehen. Die sind so lockig hier oben, das mag ich nicht. Aber ich glätte sie gleich. Aber das, was ich umso schöner finde, sind diese frisch gewaschenen Löckchen hier unten. Ich habe gerade schon alle meine Check-ins erledigt für heute. Beziehungsweise für den Morgen. Ich schaue später auch nochmal rein. Habe mir gerade meine To-Do-Liste für den Tag angeschaut, habe genau geplant, wann ich was machen möchte. Denn heute schaffe ich richtig viel. Heute ist ein produktiver Tag, um mich abzulenken. Erstmal, das ist übrigens mein Diät-Tipp Nummer 1. Ganz viele Sachen planen und auch so planen, dass ihr genau wisst, wann ihr sie macht, damit ihr wisst, wann ihr beschäftigt seid, wann ihr essen könnt und wann auch wieder eure Essenszeiten sind. Weil wenn ihr dann gar keine Option euch lasst, wann anders zu essen, außer zu euren Essenszeiten, dann fällt euch die Diät deutlich leichter. Deswegen, ich mache mir jetzt Meta X und dann setze ich mich an den Schreibtisch und es geht los. Einiges haben wir gemacht, mir ein Outfit angezogen und jetzt geht es erstmal raussteppen. Erster Schluck Cola des Tages. Erstmal Face ready, Haare einigermaßen ready. Ich mache mir jetzt schnell eine zweite Mahlzeit. Es ist jetzt kurz vor 11, um 11 habe ich einen Call. Und danach gehe ich ins Gym. Cardio, Mobility und Posing machen. Und ich bin noch nicht so hungrig, aber schon gut hungrig. Unrested ist immer eigentlich der Pro-Tipp, ein bisschen länger zu schlafen. Ich habe jetzt heute eine Stunde länger geschlafen.
weil man ja auch ein bisschen mehr Zeit hat, weil man nicht so lange trainingsiert hat. Und dann nehme ich jetzt einfach ein bisschen rauszuzögern. Und dann läuft das eigentlich ganz gut. So eine Gewürzgurke wiegt gefühlt schon, ja, 35 Gramm. Ketchup und ein bisschen Honey Mustard. Und meine Meals and Restis sind noch sehr unspektakulär. Ich habe im Plan 3x50 Gramm Reis mit jeweils 100 Gramm Hähnchen und 50 Gramm Gemüse. Ich tausche aber ein Meal gegen 50 Gramm Maispudding aus mit, muss ich nochmal genau ausrechnen, aber ich glaube 30 Gramm Protein. Das geht immer für Stefan klar. Dann habe ich ein bisschen mehr Abwechslung. Also ist es mir, hat die gleichen Makros, gleichen Nutritional Value. Mein Call ist durch mit Ronja, eine Kundin von mir. Aber richtig cool. Ich spreche mit ihr meistens einmal im Monat über ihr Leben. klar, Training, Ernährung, Fokus, aber auch, was sie jobtechnisch erreichen möchte. Und supporte sie da ein bisschen. Und es ist einfach jedes Mal richtig schön für mich, ihre Entwicklung mitzuerleben. Und zu sehen, wie sich meistertechnisch entwickelt hat. Zwischendurch hat mein Postbote an meiner Tür geklingelt. Und zwar hat er eine Bestellung gebracht. Eine fette Bestellung. Ist aber weder OAS noch ESN. Sondern ich habe bei Shein bestellt. Ich bin so ultra gespannt, weil ich muss es unbedingt probieren. Auf der Website sehen die Sachen alle richtig cool aus. Die sind halt einfach super günstig. Und deswegen musste ich es jetzt mal ausprobieren. Oh, ich habe eine Handtasche bestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr genau, was ich alles bestellt habe. Sieht gar nicht so billig aus, wie gedacht. Also ist wahrscheinlich alles ein bisschen verwerflich. Irgendwie nice, oder? Wenn man nicht so genau hinschaut, dann sieht es irgendwie hochwertig aus. Wir haben ein Oberteil. Hinten mit einem Knoten. Könnte geil sein. Ein Hosenrock. Eng, aber passt. Gerade eben so. Cool. Also, ist natürlich jetzt mit der Leggings runter. Noch Opti, aber... Stellst du mit einem süßen Top eigentlich süß vor? Stellt euch die Hose an, die finde ich richtig cool. Und sie passt mir. Wow. So, ich muss jetzt aufhören. Ich schaue mir morgen, beziehungsweise später schaue ich mir den Rest an. Aber finde ich geil. Und so eine Hose kann ich mir auch gut vorstellen mit hohen Schuhen. Und einem schönen Top. Nice. Ich bin heute mal im Gold's Gym. Denn ich habe eigentlich auch eins direkt vor meiner Tür. Irgendwie 20 Minuten brauche ich dahin mit der Straßenbahn. Total entspannt und es ist auch ein echt schönes Gym, muss ich sagen. Und hier bin ich Mitglied. Noch zusätzlich zum Das Gym. Und ich mache jetzt heute hier mein Cardio-Rest-Day-Programm. Und es gibt ja auch einen coolen Posing-Raum. Deswegen ist es eigentlich eine coole Alternative auch für Rest-Days. Oberkörper kann man hier nicht ganz so optimal trainieren, meiner Meinung nach. Aber alles andere gehört euch diesen Cardio-Bereich. Und deswegen geht es jetzt für mich halb schon auf die Stairs, arbeite nebenbei, dann Mobility, dann Posing. Ich freue mich. Ging schnell um, hab ein bisschen gesquirtet, hab die ganze Zeit gearbeitet. Ging ja schnell, jetzt Mobility, hab Durst und Hunger. Ich fühle mich fucking steif. Oh, das ist bei mir echt so, ich muss so kontinuierlich und auch intensiv Mobility machen, dass ich überhaupt ein Level halte, sonst werde ich einfach so steif. Ich mache ja schon viel Mobility, nur manchmal habe ich so krasse Muskelkater, dass ich halt nicht so krass reingehen kann. Naja, ich will mich nicht beschweren, auf jeden Fall. Ich bin steif. Eigentlich ganz zufrieden heute mit dem Posing, muss ich sagen. Ich merke voll, dass meine Form schon besser ist, weil ein bisschen Wasser draußen ist. Ich bin nicht mehr so gebloated von viel Food, habe aber dafür auch, wie gesagt, gut Hunger. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause, gleich in meiner Wohnung. Und dann ist mir Nummer 3, ist jetzt 15 Uhr, also hat heute echt gut geklappt mit dem Rauszögern. Läuft. Und ansonsten später, wenn es noch härter wird, was heißt noch härter? Wenn es härter wird, dann kann ich an Restis auch immer eine Portion ERAs noch zwischendurch als Mealersatz trinken. Das ist genehmigt von Stefan, aber ist alles Kalorien, deswegen mache ich das jetzt gerade noch nicht, weil ich es nicht wirklich brauche. So, das wird Maispudding hier mit gemischt. Und da rein gibt es jetzt, ich glaube, ich habe Bock auf Vegan-Design-Protein. Oh yes. Oh yes.
Jetzt wird auch wieder abgeschöpft, Leute. Früher habe ich gar nicht mehr abgeschöpft. Das heißt, wenn ich was zu viel drin hatte, dann war es ein bisschen zu viel. Aber jetzt natürlich nicht mehr. In den Aussicht hätte ich mir da jetzt bestimmt 3 oder 4 Dattel drauf gemacht. Richtig fett, Mandeln muss. Aber that's fine. Ich freue mich auch so drauf. Als ich eben Mobility gemacht habe, hatte ich direkt schon so einen Moment, wo ich dachte, wow, so fühlt sich Diät an. Ich habe voll vergessen. Ey, ich fühle mich richtig Opfer. Ich bin ein kleiner Pussy. Kann nicht sein, dass ich am 3. Diättag schon fertig bin mit der Welt. Aber es ist immer so, am Anfang musst du reinkommen. Boah. Ich hänge nur ein bisschen in meinem Zeitplan zurück. Ich muss noch einen Podcast aufnehmen heute. Beziehungsweise das war der Plan. Und noch ein Reel. Und das sind beides sehr energieraubende Dinge, die mir auch Spaß machen. Aber dafür muss ich mich sehr aufraffen. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch eine nächste Mahlzeit essen. Und dann mache ich das. Ich habe das Top nochmal angezogen. Ich habe auch noch ganz viele andere Tops geshoppt. Ich habe jetzt alles einmal ausgepackt. Und es ist tatsächlich alles richtig cool. Also das Allermeiste ist echt richtig cool, was ich nicht gedacht hätte. Also ich weiß natürlich nicht, wie lange die Sachen halten. Aber ich kann euch Shein jetzt auf das erste Tragegefühl hin empfehlen. Ja, und ich habe gerade noch einen Reel aufgenommen mit meiner Supplement-Routine. Das könnt ihr euch dann bei Insta reinziehen. Aktuell gibt es ja noch 20% auf alles bei ESN. Deswegen gönnt euch und gönnt euch wirklich auch die Gesundheitssubs. Weil ja, es ist cool, sich in Nitro X zu holen und Intra. Das ist Push, das ist geil, das supportet einfach unser Training. Aber wir können nicht trainieren, wenn wir nicht gesund sind. Deswegen ist die Basis für alles. Ja, Omega-3, RTHZEC, Magnesium, Zink, Biotic Pro, Glutamin, Kreatin. All diese Geschichten sind importante. So, und jetzt wird tatsächlich noch ein Podcast aufgenommen. We keep hustling. Jetzt, wo ich hier gerade meinen Journal habe liegen lassen, erinnere ich mich, dass ich euch heute Morgen gesagt habe, dass ich mit euch teilen wollte, wie ich mich für diesen Tag gehypt habe. Und zwar habe ich mich gestern Abend dafür entschieden, dass ich mich zu etwas committe, diese Prep. Und zwar committe ich mich dazu, keine Zweifel zuzulassen. Weil, wenn ich zurückdenke, letzte Prep, boah, ich habe richtig viel gezweifelt an mir. Daran, ob ich irgendwie competitive bin, ob ich gut genug bin, um da zu stehen. Und es gab gute Tage, es gab schlechte Tage. Und im Endeffekt bin ich diese Zweifel überquert, indem ich halt trotzdem weitergemacht habe und mein bestes Paket auf die Bühne gestellt habe, das ich auf die Bühne stellen konnte. Aber es hat mir viele negative Momente beschert. Und ich möchte das nicht nochmal, weil ich habe schon gemerkt, schon am Montag fing es an, dass ich dachte, oh, bist du jetzt wirklich bereit für die Prep? Bist du nicht denn wieder zu dünn? Bla bla. In meinem Kopf wieder die ganzen Dinge bis zum Ende gedacht und immer wieder schon an einem Tag so viel gezweifelt. Gestern ging es weiter und ich war dann so, nein, stopp aus Ende, Jule. Diese Prep, du zweifelst nicht. Du lässt diesen zweifelnden Gedanken nicht zu. Und das ist einfach ein Commitment, das ist einfach eine Entscheidung, die ich jetzt treffe für mich. Und diese Entscheidung steht fest. Und ich muss mir halt überlegen, okay, wie möchte ich dann mit diesen Zweifeln umgehen, weil die werden trotzdem kommen. Und wie will ich das machen, dass die mich nicht übernehmen und nicht wieder meinen Tag runterziehen und mich runterziehen. Und mir einfach auch den Spaß an dem ganzen Prozess nicht nehmen komplett, aber einfach mindern. Das will ich nicht. Ich will alles genauso lieben, wie ich es liebe und nicht an mir zweifeln, sondern einfach machen. Und ja, ich habe mir heute Morgen aufgeschrieben, wann so typische Momente sind, wann diese Zweifel kommen. Ich habe aufgeschrieben, was genau diese zweifelnden Gedanken sind. Und dann habe ich aufgeschrieben, was ich denn stattdessen denken möchte, wenn diese Zweifel kommen. Das heißt, ich weiß ganz genau, okay, dann kommt dieser Zweifel. Und das möchte ich mir dann sagen. Und so möchte ich damit arbeiten, wenn es soweit kommt. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren können.
Das wird seine Zeit brauchen und es wird viel Arbeit jeden Tag brauchen. Aber ich will diese Arbeit wirklich investieren, weil Mindset-Arbeit ist so unglaublich wichtig. Ich kann mich nicht auf eine Profibühne stellen mit Zweifeln. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, weil das wird man mir ansehen, egal wie meine Form aussieht. Selbst wenn ich die krasseste Form von allen habe, wenn ich dort stehe und daran zweifle, dass ich die krasseste Form von allen habe, dann werde ich nicht gewinnen. Weil der Vibe kommt rüber. Deswegen ganz großer Fokus dieser Prep, Mindset-Arbeit und keine Zweifel zulassen. Keinen einzigen Zweifel mich dominieren lassen. Und genau das, noch ein bisschen intensiver, packe ich jetzt auch in den Podcast rein. Podcast ist erledigt. Und Leute, es gibt jetzt tatsächlich zum Abschluss des Videos. Zum Abschluss des Videos gibt es noch eine krass dramatische Wendung. Ich habe an Rest Days keinen Quark, sondern ich habe an Rest Days Eier. Also vielleicht nochmal, weil ihr unter dem letzten Video gefragt habt, warum so viele keinen Quark essen. Normalerweise ist so das Oldschool Bodybuilder-Denken, dass Milchprodukte, viele Milchprodukte in der Prep nicht gut sein sollen. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Manche verträgt man es von der Verdauung her nicht, manche von der Haut nicht so, aber grundsätzlich, wenn du es gut sonst verträgst, dann verträgst du es gut. Und Stefan war auch immer diese Überzeugung, dass es nicht so optimal ist und dass es so die 1 bis 2% ausmachen kann. Deswegen hatte ich es nicht drin. Aber ihr wisst ja, ich habe ihn jetzt gefragt, er meinte, er sieht es ein bisschen anders. Trotzdem an Rest Days steht Ei drin. Dann habe ich ihn heute gefragt, wie ist denn das jetzt? Soll ich jetzt wirklich Ei essen? Also ja, mach mal Rest Days Ei und Trainingstage Quark, dann ist okay. Das heißt, wir machen jetzt was Krasses. Und zwar, wir machen uns jetzt ein Eiklar-Omelett mit Mandelmus, Pilzen und Zwiebeln. Und ich habe tatsächlich Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich habe mal im Eifer des Gefechts in der letzten Prep Eiklar gekauft. Oh, ich sehe da gerade die Churros, die ich noch gekauft hatte. Die wollte ich noch essen. Ultra lecker. Die würde ich jetzt auch gerne essen. Ich habe hier noch ein ganzes Packerl, wie man hier auf Österreichisch schon sagen würde. Eiklar. 150 Gramm Eiklar nehmen wir jetzt. Ich hatte sogar mal ein Spray, ein Ölspray. Aber ich habe keinen Plan, wo das ist. Ich hab's von Moor. Deswegen geben wir jetzt 150 Gramm Eiklar in ein Glas. Und vielleicht ist es auch mal ganz cool, einfach Ei zu essen. Wir werden es checken. Und ich habe mal gehört, es soll besser werden, wenn man das mit Deckel abdeckt. Das machen wir. Aber erstmal muss ich diese Pilze schneiden. Die habe ich mir eigentlich schon vor 1,5 Wochen gekauft, weil ich mir eigentlich nochmal Wraps machen wollte. Und dann habe ich einfach in demselben Einkauf vergessen, die Wraps zu kaufen. Und dann ist es nicht mehr dazu gekommen. Aber jetzt kann ich die Pilze für mein Omelett verwenden. Aber ihr merkt schon die Problematik, oder? Also Rest Days sind halt einfach echt scheiße, ne? Kein Quark und auch nur 5 Mahlzeiten. Aber es ist alles, was man sich daraus macht. Man kann sich ja selbst entscheiden, wie man das findet. Und ich sage mir einfach, dass ich das gut finde. Und dann ist halt die Kunst, sich das selbst zu glauben. So, ich mache jetzt schon mal das Eiklar rein, damit schon ein bisschen Vorgar. Oh, es dampft hier schon gut. Mega. Bisschen runterstellen. Ja, ich gönne mir jetzt mal zur Feier des Tages 63 Gramm Gemüse anstelle von 50. Weil ich bei meinem Himmeltau-Maispudding mir ja auch kein Gemüse hatte. So, jetzt geben wir das hier oben drauf. Und den Deckel auch noch oben drauf. So, schauen wir uns das Spektakel mal hier an. Sieht, wie ich finde, nicht so übel aus. Aber wie gesagt, wir wollen uns das hier auch einreden. Schaut euch das an. Und jetzt kommen tatsächlich einfach noch 40 Gramm Mandelmus obendrauf. Das ist sogar aus einem neuen Rapunzelglas. Wow. Und das, liebe Freunde, lasse ich mir jetzt schmecken. Und danach gibt es ein Fazit. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf Quark morgen. Oh, Mandelmus. Wäre aber lecker mit dem Mandelmus, aber ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas Süßes. Also, kann ich jetzt logischerweise mir nicht gönnen, aber ich brauche abends was Süßes oder andersrum. Es ist besser für mich, etwas Süßes abends zu essen. Aber ist okay, alles gut. Morgen wieder Quark. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich blende euch die Kalorien hier ein, die ich gegessen habe. Und bye. Love you.